Herzlich willkommen zum Geburtstagsspecial von 10x5000. Ja, heute ist es soweit. Heute wird 10x5000 ein Jahr alt. Ein Jahr auf YouTube. Bin ich nun schon. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Ich habe nämlich ein kleines... Tadam! Ja. Ich bin auch mit dabei. Wer hätte es gedacht? Ich lese aber nur ein Drittel. Falsch rum. Ja, ich habe ein kleines Intro-Video geplant und deswegen starte ich jetzt mal direkt. Ich schwimme auch direkt mal dahin. Man sieht sich schon ein Jahr, aber da kommen wir gleich alles zu. Oh, ich kann immer noch nicht gut Boot fahren nach diesem Soll Jahr. Soll ich dir helfen? Nee, ich versuche es mal selber. Vollgas! Jetzt mit Vollgas rein. Und du, ja. Okay. Ja. Okay, und da haben wir hier unseren Fernsehsessel und da werde ich euch kleine Videos drin zeigen. So, wir haben heute als Einzelvideos der kleine Rückblick und Folge 1 vom Videoprojekt, wie angekündigt, geplant. Wir fangen jetzt aber mit dem kleinen Rückblick an, das ist nämlich auch das Intro-Video. So. Unbequemer Fernsehsessel. So, und dann viel Spaß bei dem Video. Hallo und herzlich willkommen. Heute let's play ich ein Online-Spiel und zwar Cubium oder Subium oder Cubium, keine Ahnung wie es heißt. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, bei dem man, ja, hier steht jetzt erstmal, genau. Hallo, ich habe viele Anfragen bekommen, auch ein ganz normales Minecraft-Display, wo ich einfach eine Welt habe und baue und nicht irgendwelche andere Maps spiele. Sehr viele Anfragen. Ja, sehr viele, genau. TurtleLP, nee, ich habe noch wirklich mehrere, auch jetzt nicht zwei. Über Kommentare. Höchstens zwei. Nee, auch privat in der Schule und so habe ich auch noch Anfragen. Danke an alle 12 Abonnenten, die mich halt abonniert haben und ich freue mich sehr darüber, dass ihr meine Videos schaut. Auch wenn es schon 12 Abonnenten sind, ist das hier das 10 Abonnenten Special ein bisschen verspätet und dieses 10 Abonnenten Special wird gemacht mit TurtleLP. Hallo? Sag was. Nicht winken. Hi. Du kannst ihn nicht sehen. Und mir. So, und in diesem 10 Abonnenten Special werde ich ein bisschen auf die, ja, sehr lange Geschichte zurückblicken. Herzlich willkommen zu einem Let's Play Together mit Raven. Hi. Oh. Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde! Hier ist TurtleLP mit 10x5000 und Raven. Als Special Guest. Ja, wir machen PvP. Der Ton leckt, okay. Ja, es hat gerade angehört. Hier ist TurtleLP mit Seymour und Rarup. Gut, ja, zur Erklärung. Raven hat jetzt vor weniger als einer Woche, glaube ich sogar, erst Minecraft bekommen. Oder wollte es haben. Ja, und falls... Ja. Ich fahre nur gerade meinen Computer runter. Achso. Und Skype hat sich dadurch geschlossen. Und... Ja, du wolltest was sagen. Ja, und falls ihr, Raven noch nicht kennt, schaut einfach das Let's Play von 10x5000 Raven Home Sheep Home. Genau. Das Online-Spiel auf. Jetzt bin ich. Wir haben letzten Level verkackt haben. Aha, und ich hab's geschafft, ich hab's geschafft und nicht online gekommen. Ist okay, gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal, seit langer Zeit, bin ich wieder alleine. Und ich lade euch heute der ersten Folge PvP-Mix ein. Ja, PvP-Mix nenne ich es jetzt einfach nur, es ist eigentlich ja nichts anderes als PvP. Stille und jetzt. Willkommen zum zweiten Part von Capture the Flag. Genau, so wird es geschrieben. Capture the Flag. Oh, er kann doch ein L. Dann klickt ihr hier auf Installiere Foxtube für Firefox. Wenn ihr über Chrome geht, halt steht da Installiere Foxtube für Chrome. Dann klickt ihr drauf, dann steht hier oben, ihr könnt es nicht ganz sehen, weil ich den oberen Teil meines Firefox ausgeblendet habe. Firefox hat diese Website daran gehindert, sie zu fragen, ob Software auf ihrem Computer installiert werden soll. Dann drückt ihr hier erlauben.
So, da bin ich wieder. Ich schalte mit dem Fernseher aus. Ich hoffe, euch hat erstmal das erste Video gut gefallen. Aber bevor wir zum zweiten kommen... Nee, das kommt eh später, ja? Was denn? Muss ich noch etwas sagen. Wolle ist in den Specs, in dem Texturepack Specs Pro BD Craft wunderschön. Ja. Und hier, Lehm auch. Ja, und Holzbretter. Ja, Und Glowstone, naja, es geht, aber die Sonne ist schön. Was habe ich denn alles geplant? Das habe ich wieder alles vergessen. Nein, also. Schreibst du dir denn nichts auf, was du tun solltest? Ich habe noch eigentlich mehrere Sachen geplant, wie habe ich dann so. Hiermit habe ich, das hat am, einigermaßen am längsten gedauert, diese Schrift zu machen hier. Aber ist auch verständlich. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Das schauen wir uns natürlich jetzt bei Nacht an. Mach mal 14.000. Oh ja, ich hatte noch was geplant, genau. So. Jetzt sieht es am schönsten aus. Mach mal 14.000. Timeset 14.000. Ah. Für den Sonnen- und also für wirklich frischer Morgen macht immer Timeset 0. Für den Sonnenuntergang, also für so Vormittag könnt ihr Timeset 1000 machen. Was ist das für Lichtbugs? So. Egal, von der anderen Seite sieht man das nicht. Timeset 12.300 müsste es sein. Da gibt es dann den Sonnenuntergang, wenn ihr den sehen wollt. Day ist immer auf. Ja, ich habe gerade hier einen. Und Timeset 14.000 ist perfekt für die T-Shirts. Kröne doch nochmal. Nicht zum Abschluss, aber das Ganze jetzt mal mit einem Sonnenuntergang. Okay, also Time Set Night. Nein. Nein, Time Set. 12.300. Also jetzt ist es auf der anderen Seite. Oh Mist, egal, dann schauen wir uns hier mal an. Ah ja, ich habe gerade eben nur einen Screenshot gemacht von diesem Schriftzug hier. Als ja, dann kannst du jetzt von dem Sonnenuntergang auch einen Screenshot machen. Wie schön. Ja. So, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Und zwar, es kommen noch ein paar Sachen, aber erst wollte ich einfach ein bisschen, noch ein bisschen was sagen. Also, bald werde ich hier rüber springen. Kommt nämlich Capture Seefleck 3. Wie man natürlich noch aus dem zweiten aus der Adventure Map meines Videos entnehmen kann, falls es, also Geburtstagsvideo für Turtle AP, falls es jetzt schon hochgeladen ist. Das ist natürlich wieder Voraussetzung. Ja, klar. Ja, klar. Soll jetzt nicht übernehmen. So, was ich sagen wollte, und zwar... Darf ich auch mal springen? Ja. Und zwar, es war so, Turtle AP hat angefangen, früher Let's Plays zu schauen. So. Und jetzt muss ich was Witziges erzählen. Er hat ja mit Minecraft angefangen, ne? Überhaupt Let's Plays. Und da habe ich auch noch so gesagt, so, boah, Minecraft Let's Plays sind ja so scheiße. Minecraft an sich ist so scheiße. Wer holt sich das schon? Voll das doofe Spiel. So. Ja, dann hat er immer so weiter Let's Plays geschaut. Da bin ich dann irgendwann mal dazu kam, dass Let's Plays an sich ja schön sind. Und nein, das kommt zum Schluss. Das kommt wirklich zum Schluss. Ja, mach wenigstens Zeit, damit man auch was sieht, genau. Auf jeden Fall habe ich dann auch so Let's Plays schön gefunden, aber habe ich so gedacht, ja, kein normales Minecraft Let's Play, nein, Adventure Maps oder so, aber kein stinknormales Minecraft Let's Play. Oh nein, das wird die ganze Map wieder. Okay, danke. Die ganze Map? Das reicht jetzt aber. So, auf jeden Fall ging es dann so weit, dass Turtle AP dann auch Minecraft haben wollte. Dann haben wir uns das einmal geholt und dann fand ich auch Minecraft auf einmal doch toll. Also, es war wirklich so, ich habe Minecraft am Anfang so gehasst. Ich habe gedacht, was soll man ja einfach ein bisschen hier bauen? Weil ich bis dahin auch... Ein bisschen TNT-Lochen setzen. Nein, das ist nicht ein bisschen, das ist genug. Das ist zu viel, nein.
Ach, das ist nicht gut. Jetzt schubst dir bloß nicht an. Nein, das war echt genug. Wirklich. Schubst dir bloß nicht an. Okay. Nein! Oh. Ich hab noch kein Backup erstellt. Nein, noch nicht. Oh. Jetzt lass mich mal wieder reinkommen. Nicht mehr nachschauen. Das stimmt wirklich. Was denn jetzt? Hier. Oh. Jetzt lass mich mal wieder an den Computer dran. Ja, wo ist denn das jetzt? Ja, dann lass mich doch da mal das Stück dran. So. Jetzt geh mal da bitte von meinem Stuhl runter. Ja. Am Geburtstag. Trollalalalal. Dabei ist doch gar nicht Geburtstag, wo wir das aufnehmen. Nein. Ah, gut. Warte, mal schauen. Was hat es angerichtet? Warum sind wir jetzt eigentlich so weit geflogen? Die Sprengkraft war enorm. Das war, doch das Wasser dämmte die Zerstörung. Doch, doch, wir sind weit genug weggeflogen. Okay, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der ersten Folge des Videos-Projekt. Natürlich. Und ja, dann wünsche ich euch. Warte ab. Nein, und du trollst nicht nochmal. Okay. Bis gleich. Tschüss. Bis später. Gute Nacht. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Minecraft. In dieser Wohnung nicht alleine, das heißt, Hintergrundgeräusche können gerne vorkommen. Lasst euch davon nicht stören. Ich habe keine Musik an, ich habe nur Geräusche an. Dann fangen wir mal ganz normal mit Holz an. Das Minecraft hängt hier gerade ein bisschen, aber... Ah, jetzt geht's wieder. Ein bisschen Birkenholz noch dazu. Macht sich immer schön. Yep. Birke. Kann man guten Boden oder so draus machen. Aber kann man leider nicht mit anderem Holz stapeln. Ist halt was anderes. Was Besonderes. Oh, einen Apfel haben wir schon mal. Und die tanzt wohl ein bisschen. Irgendwas ist mit dem passiert. Ich glaube, der ist irgendwo vielleicht einfach mal die Welt schauen. Naja, vielleicht ist einer hier runtergefallen. Das fängt perfekt an. Also solide bedeutet bei Minecraft zum Beispiel Glas. Ist nicht so ein nicht solider Block, können auch keine Monster drauf spawnen. Genauso wie Wasser und Lava, wo auch keine Monster spawnen können. Mhm, gut zu wissen. Eichenholz. Achso, habe ich ja nicht mehr. Sieht jetzt ein bisschen schrecklich aus, aber ist mir doch egal. Du kannst auch hochspringen. Ja. Wie gesagt, ich bin halt nicht gut im Springen auch vor allem. Oh, erstmal noch eine Truhe. Boah, das nervt so, dass es hängt. Ja, ich weiß. Ich mache ja auch für mich Let's Play. Ich gucke gerade mal, ob man die Grafik ein bisschen runterstellen kann. Dann geht es ein bisschen. Oh, eine 64-Bit. Nein. Ja. Aber nicht zu viel abtragen, dass du nachher in eine Höhle fällst. Und nie nach unten bauen, das weißt du auch schon. Mache ich aber trotzdem. Lava, ich sag nur Höhle, Lava. Wasser, dass ich dich vielleicht in Lava schießt. Ich kann schwimmen. Ja. Nachher geht's sofort um die Ecke und du siehst die Lava nicht. Warum Fackeln? Yeah. So, im nächsten Part erkunden wir dann weiter die Gegend. Also erkunde ich dann weiter die Gegend. Ja, dann tschüss. Tschüss.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Let's Play Minecraft. Ich bin müde und ich habe auch heute Mathe gelernt und ja, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen schusselig bin. In Minecraft bin ich jetzt eigentlich eh immer. Mal was essen. Du guckst doof. Ich töte dich. Ich brauche zu essen. Warum rede ich eigentlich so viel? Guck doch eh keiner das Let's Play. Schon mal gemacht habe oder noch am Machen bin. Ach, das wollte ich nicht. Ach, der Ofen ist leer. Jetzt kannst du Glasscheiben machen. Aber erst mit sechs einfach mal. Mit sechsmal Glas kannst du dir sage und schreibe 16 Glasscheiben machen. Mhm. Einfach so? Nein. Oder voll? Du brauchst schon dafür eine Werkbank. Ach so. Gut, dass wir hier gerade eine so stehen ja, haben. Also, die ja? Mittlere Reihe und die untere Reihe. Ach so. Perfekt. Ein Glas kann man noch irgendwann verwenden. Sind hier sicher und geborgen in so einem Haus. Es kann uns nichts passieren. Und du willst ein Let's Player sein? Habe ich nie behauptet. Ich mache ein Let's Player, das ist was anderes. Und ein Let's. Und wer ein Let's Play macht, ist ein Let's Player. Also ich sehe das Player so die sie abonnieren. So, ja. Einen Moment. Ja, wir sind am Aufnehmen. So, es gab viel zu sehen. Aber es gibt noch mehr zu sehen. Ja, aber es gab viel zu sehen. Und jetzt schwimme ich mal hin, anstatt ins Boot zu nutzen. Du. Und zwar, es gibt eine weitere Station. Und zwar Danksagungen. Die gehören auch hier rein. La 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 la. So, also. Vielen Dank an. Also, es gibt jetzt, das sind jetzt ernsthafte Danksagungen. Ja, auch wenn es getäuscht wird. Vielen Dank an. Aslan. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich. Nicht lachen. Ich muss kurz was sagen. Es sind nur so die wichtigsten, die anderen Danksagungen werde ich mündlich machen. Also, vielen Dank an. Du darfst immer vorlesen. Also, nochmal. Vielen Dank an TurtleHP. Woher wusste ich das nur? Und? Vielen Dank an Raven. Wusste ich's doch. Und vielen Dank an, das ist was ganz Besonderes. Alle Zuschauer und Abonnenten. Oh, das hast du aber toll gemacht, Simua. Ich weiß. Dabei wolltest du alle anderen mündlich machen. Ja, es gibt nämlich noch ein paar mehr. Also, es gibt also erstmal danke an alle von Minecraft, die da entwickelt haben und überhaupt das Spiel erfunden haben. Danke an unsere Eltern, dass wir hier Let's Plays machen dürfen. Ja, danke an YouTube, weil sonst gäbe es die Videos gar nicht. Danke an TurtleHP, dass er die Map zerstören wollte mit TNT-Logen. Nö, das ist eher so danke an. Ach ja, ich wollte immer noch was dazu sagen. Also danke an TurtleHP. Das habe ich eigentlich alles schon in seinem Geburtstagsvideo gesagt. So, für die ganzen Maps, für die Mithilfe, für du hast auch mal in vielen Videos mitgemacht und ja, schon gesagt. An Raven, danke, dass sie wirklich so viel Let's Plays auch mit dabei ist, vielleicht nicht in so vielen wie ich, aber ja, super. Aber auch immer Unterstützung, fand ich. Ja, ich fand auch mal super Unterstützung, weil außerdem haben wir ja eben gesehen, da haben wir Survival Games gespielt und da haben wir wirklich gesagt, Raven wäre ein Special Guest. Ja, das war Special eben. Special Guest! Das war in dem Einleitungsvideo, genau. Ja, wenn wir jetzt bedenken, dass wir. Das war ein Videoprojekt, oder? Nee, im Rückblick. Ja, dass wir da wirklich. Special Guest, aber ist sie jetzt so oft schon dabei. Vor allem Capture the Flag. Aber auch, ja, Home Sheep Home. Und PvP und ja. Ich habe das letzte Level von Home Sheep Home geschafft und sie nicht. Wir nicht. Wir haben zusammen gerätselt. So. Ja, ich meine, sie natürlich. Sie ja, beide. Klar. Was gibt's hier noch so groß zu sagen? Welche Person plural? Sie. Was gibt's hier so noch zu sagen? 28 Abonnenten jetzt zu diesem Zeitpunkt, an dem ich aufnehme. Ich habe 26. Ich hole dich aus, Simon. Ja.
die 80 Abonnenten und immer schöne... Warte, ist das überhaupt richtig deutsch? Ich hole dich auf. Nein. Ich hole auf. Ich hole so auf viele Kanal-Views, auch Videos, die geschaut wurden. Ich kann ja auch in meinen Statistiken immer sehen, ja, insgesamt hatte ich schon mehrere Abonnenten, manche sind auch leider gegangen, aber ja, was soll ich ja sagen? Ich kann nicht böse sein. Ja, warum willst du denn meine Maus nehmen und nicht zerstören? Ich muss jetzt noch ein Backup vorher machen. Weil die Map nehme ich nämlich zum Download an und... Mit der Zerstörung natürlich, die bereits da ist. Ja, und den Feed, den schreibe ich euch auch noch in das Video hinein und in die Kanalbeschreibung. In das Video schreiben. Ja, also als Text. So, ich bedanke mich vor allem bei... Ja, was hast du hier zu suchen in meinem Video? Ja, danke. Danke. Ich bedanke mich 500? Bei Seymour 500. Seymour 500? Ich bin 5000. Ja, so alt bist du schon. Nein, das war jetzt nicht so. Ich bedanke mich bei Seymour. Was hast du den Fernseher kaputt gemacht? Oh, ich bin... Mach ihn wieder hin, den Fernseher. Okay, ich bin ja in Redstone gut. Was tust du? Ich repariere den Fernseher. Nee, bevor du das machst, tust du jetzt bitte mach ein Backup. Ah, beziehungsweise ich mach dann. Also du zerstörst jetzt nichts mehr. Ich biete gleich die Map zum Download an. Das sieht sehr nach. Ja, schön eine Glock. So, jetzt ist der Fernseher wieder repariert. Ja, sieht und man. Jetzt? Okay, der wird eh nicht mehr benutzt, außer natürlich für... Ja, das wird auch in der Map natürlich drin sein, die ihr zum Download bekommt. Totally LP, ja. Totally LP-Kanal. Oder? Ach genau, ich habe gleich noch eine Idee, ja. Die fehlt mir gerade ein, aber dann solltest du mich auch jetzt so gleich mal wieder dran lassen. Ich glaube, du hast nämlich in deinem Geburtstagsvideo noch genug zu tun. Da brauchst du nicht hier alles übernehmen. Ein Männchen. Ja. Ein Männchen, das Männchen macht. Ja. Ein Männchen läuft im Fernsehen. Ich habe es gebaut. Gut, dann. Den Fernsehen, meine ich. Ja, dann dürft ihr jetzt bitte wieder in meinen Computer. Es ist immer noch mein Geburtstagsvideo. Ja, ich muss nur kurz was berichtigen. Ich muss hier wieder zubauen. Ah, nee, hier. Nein, das lässt du. Das sieht schöner aus jetzt. Ich hab doch nur verschönert. Nein, das sieht nicht schön aus. Ich will mehr verschönern. Aber du weißt es ja nie zu schön. Dann lass ich es jetzt einfach so. Oh, mein tolles Stage-Tapet, das ist ja aufgeschrieben. So, und jetzt pass mal auf hier. Nee, das meine ich jetzt ernst. Oh, ich darf keinen Unsinn mehr machen. Nö. Du hast jetzt genug Unsinn gemacht. Du hast schon sehr, sehr viel Unsinn gemacht und das reicht. So. Und zwar mache ich jetzt. Ich sehe da so eine Taste, die nennt sich Alt. Und die zweite Taste nennt sich F4. Nein, das machst du nicht. Und das. Ich meine nämlich jetzt was? Totally LP. Vielen Dank, dass du mich da hinschreibst. Aber was hat das für eine Bedeutung? Es hat die Bedeutung... Das schreibt ja nicht alle. Nein. Und... Ja, hier kommt ihr nochmal über die Anmerkung zu den wichtigsten, finde ich, Links halt im Moment. Und ja, das war es dann auch vom Geburtstagsvideo. Man sieht, die Sonne geht unter, wir fliegen jetzt der Sonne Aber warum entgegen. Steht das denn da jetzt? Ich verstehe das nicht. Damit ihr die Anmerkung noch hinkommt. Das ist jetzt, das war eine Schnapsidee. Egal, ich habe es gemacht. Und jetzt fliegen wir der Sonne entgegen. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Geburtstagsvideo gefallen und ihr seid auch hoffentlich weiter auf diesem Kanal. Es ist nicht so starker Wind. Wir fliegen zwar, aber... Ja, wenn wir fliegen, muss auch starker Wind sein. Man hört ja gar nicht mehr, was wir sagen. Und jetzt ist... Tschüss. Tschüss.